Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odi, und ich habe ein neues Video für euch, beziehungsweise mehrere Videos. Ich werde euch jetzt hier erstmal nur so eine Art Vor-Unboxing geben und zeigen, was da auf euch zukommt, beziehungsweise warum und weshalb, weil da gibt es ein bisschen Erklärung. Auf mich kam die Firma Drive Genius zu und die haben Kabel und Kabel, auch Kartenleser und sowas alles. Und die haben gefragt, ob ich denn gerne mal ihren USB-C RS232 und USB-RS232, also sind beide 232, also beide mal vorstellen würde. Das sind aber verschiedene. Das ist, eine ist einer mit Normal-USB und der andere ist mit USB-C. Wo steht denn hier der Unterschied? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. USB RS232, RS232. Steht das vielleicht hinten im Kleingedruckten? VT. Also so sieht die Verpackung exakt gleich aus. Es ist auch der gleiche, exakt gleich. Achso, hier unten steht es nochmal in Kleingedruckt. Also der eine heißt USB 232A minus E minus A und der andere ist USB 232A minus E minus C. Ich zeige euch die, also ich brauche euch nicht beide Verpackungen zeigen, es sind zwei Stück, aber die sehen exakt gleich aus. Ja, exakt gleich. Und hier oben haben wir dann praktisch nur einen Kreis drumherum, dass dann entweder praktisch ein USB-C oder ein USB-Kabel da sein soll. Eins von beiden. Und deswegen, beide haben sie mir geschickt zum Vorstellen. Aber ich habe kein, wirklich kein Produkt, wo ich einen RS-232-Kabel anbringen könnte. Das ist halt der von alten Monitoren, beziehungsweise auch an älteren Druckern und hast nicht gesehen. Ich habe auch rumtelefoniert in meinem Bekanntenkreis. Ich kenne niemanden. Ich werde morgen auch noch zur PC-Firma fahren. Morgen ist nämlich Montag, dann ist offen. PC-Firma fahren meines Vertrauens und da mal fragen, ob die irgendein Produkt oder irgendwas die haben ja auch schon alles offen, aber vielleicht haben sie noch was Altes rumliegen oder so. Irgendwas haben, wo man das mal testen kann. Und zwar ist das halt USB, also praktisch dieser alte RS232-Kabel auf USB und nicht, weil die meisten PCs haben ja diesen RS232-Kabel nicht mehr. Und damit kann man das dann halt alte Geräte halt praktisch per USB oder USB-C an den neueren PC anbauen. Das wird kommen als Unboxing. Und dann habe ich gefragt, wie es aussieht, ob ich noch einen Kartenleser bekommen könnte. Ja, dass ich auch halt nicht nur ein Unboxing für euch mache, dass ich auch mal zeigen kann, was sie noch haben von einem Produkt, was eigentlich mehrere Leute nutzen könnten. Und das ist halt ein Kartenleser. Ich hatte noch ein anderes Produkt gefragt. Das ist jetzt nicht mit bei, da muss ich mal fragen. Das werden sie wohl vergessen haben. Die haben auch eine Capture-Karte. So wie die China-Capture-Karten. Soll wohl aber ein bisschen besser funktionieren. Und da bin ich mal gespannt. Als Ausweich-Capture-Karte oder für einen Laptop ist dann mit USB, habe ich gedacht, werdet vielleicht auch für den einen oder anderen interessant oder für den einen oder anderen, der einsteigen will und ab und zu mal streamen will oder mal ein Video machen will und so, da wäre es dann vielleicht ganz interessant. Ja, der war aber jetzt nicht mit bei. Aber hier haben wir dann halt den Kartenleser. Ja, die Verpackung ist dunkel und dann, wenn mir sich dann, will der auf mein Gesicht fokussieren. USB-C, Multicard Reader, SD 4.0, Micro SD 4.0 und C Fast 2.0. Ich brauche die großen, normale SD-Karte brauche ich. Micro SD brauche ich momentan eigentlich, na doch, für den DS bräuchte ich den. Bräuchte ich das noch, aber sonst brauche ich SD oder für das Autoradio, aber sonst brauche ich SD eigentlich. Nee, Autoradio hat das neue, hat das ja gar nicht mehr. Doch, hat nur noch für
Ach. GPS. Ja, für GPS, also wo ich halt praktisch GPS-Software aufmachen kann und so. Das ist die Version 1.0. Ja, und die werden wir uns dann mal angucken. Die können wir uns auch dann anschließen. Und dann kann ich mal gucken, wie schnell der die Sachen da hin und her schiebt. Mit dem Kartenleser, den ich habe, und dann einmal hiermit, also meine SD-Karte einfach nochmal lassen und ein Video dann halt mit dem alten auf dem PC verschieben und einmal, also mit der Kamera, was ich drehe, ein Video, also keine Cloud damit und einmal damit. Und da hatte ich mir überlegt, weil der so schön flach ist, dass ich mir den unten am Tisch ranmache. Praktisch so. Von Elgato. Ach Mensch, wie heißt es gleich wieder? Das mit den 6 Tasten. Stream Deck. Stream Deck. Neben dem Stream Deck praktisch unten an Tisch ran klebe mit meinem doppelseitigen Klebeband hier. Was ich ja so schwöre. Ja. Das ist total geil. Ist halt so ein Gummiart. So ein Gummiklebeband. Das klebst du ran. Und dann kannst du da ranbammeln. Hält Bombe. Na, kriegst du leicht wieder ab, kannst du abmachen, ohne Rückzug. Ne? Dann habe ich mir gedacht, dass ich den unten am Tisch ranmache und den Kabel dann nach hinten und dann hinten runter zum PC. Deswegen habe ich mir den Verlängerungskabel gekauft bei Amazon. Ja, dass ich den verlängern kann. Weil der USB ja ganz hinten ist. Ich könnte es mir auch oben ran machen und dann halt den, wenn der Kabel lang genug ist, nach unten bammeln, weil genau unten drunter ist auch ein USB-C. Praktisch schon von der Vorderseite, sieht aber doof aus. Ja? Und da habe ich mir gedacht, und dann kann ich das da in den Karten rein und raus. Und dann ist das halt unterm Tisch und oben wäre dann clean, oben wäre dann ein bisschen Platz, oben, dass ich das oben nicht so vollmülle. Die werde ich euch dann alle in einem Unboxing zeigen. Aber wie gesagt, die RS, oh, Mensch, ich muss wieder nachlesen. RS232, die werde ich euch nur unboxen können. Habe ich auch der Firma gesagt, ich kann die nur unboxen. Ich habe kein Gerät und wie gesagt, ich habe jetzt rumtelefoniert. Bis jetzt habe ich nichts, aber auch wirklich nichts erreicht, dass ich irgendein Gerät mit einem RS-232-Anschluss irgendeiner in hat, wo ich das mal testen könnte und euch das zeigen kann. Die haben nämlich auch LEDs und zeigen dann einen an und das nicht gesehen. Kann ich euch aber leider nicht vorführen. Wirklich leider nicht. Ich kann euch nur die Unboxing machen und die Qualität zeigen. Das soll es jetzt aber auch dazu gewesen sein, zum Vor-Unboxing. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.